Herr Fuchsjäger, Sie haben sich bereit erklärt, hier im Tierpark Buchenberg jetzt bei der Luchssuche zu helfen. Nur eine kurze Vorinformation, wie gefährlich ist eigentlich ein Luchs für die Bevölkerung? Also von einem Luchs geht überhaupt keine Gefahr aus. Wenn es zu Zwischenfällen kommt, dann ist er über Luchs und Hund. Da blendet er eigentlich den Menschen noch komplett aus und er fokussiert sich praktisch nur am Hund. Jetzt ist dieser Luchs schon einige Zeit hier im Tierpark verschwunden. Sie haben jetzt Fallen aufgestellt. Wie groß ist die Chance Ihres Ermessens nach, diese Luchse einzufangen, zumal es Mutter- und Jungtier ist? Ja, also eine Chancenabschätzung geben, das ist extrem schwer. Es kann sofort klappen, es kann in 14 Tagen, 3 Wochen auch nicht klappen. Das ist einfach, das Gebiet ist so groß und er ist schon fähig, dass er Risse selbstständig macht, sonst hätte er so lange nicht überlebt. Und dass er da in die Fallen geht, das ist einfach auch eine gewisse Glückssache. Schon wie schnurren die zwei. Gesetzten Fall, er wird nicht gefangen oder er kommt nicht von selbst zurück. Welche Entwicklung ist dann möglich? Sie haben ja schon einmal so einen Fall gehabt. Ja, also er kann sich selbstständig ernähren. Das schafft er jetzt schon 3 Wochen lang. Mehr oder weniger, was immer wieder ist mit der Fluchtdistanz. Die reicht, ist noch die Schilderungen noch, sagen die 10, 20 Meter. Und das wird sich in naher Zukunft auch nicht viel ändern, beziehungsweise eventuell ein bisschen länger bleiben oder weiterentwickeln. Das heißt also, die Bevölkerung an und für sich hat keine Gefahr. Was empfehlen Sie zum Beispiel? Soll man mit Hunden spazieren gehen? Also jetzt würde ich im Buchenberg ein bisschen meiden, mehr oder weniger. Mit einem Hund. Wenn man weiß, er hält sich dort auf. Wenn ein normales Reviersystem noch entwickelt, dann sprechen wir von 10.000, 20.000 Hektar, was ein normaler Luchs hat. Und dort ist noch die Chance, dass man auf den Luchs trifft, sehr gering. Das heißt also, nach einer gewissen Zeit wildert so ein Luchs aus und wird dann eigentlich zu einem Tier wie ein Hirsch oder Reh. Ja genau, beziehungsweise wir haben 2009 schon einen ähnlichen Fall gehabt, also drüben im Enstal Steiertal und der Luchs war 9 Monate, aber telemetrisch, wir haben ihn gefangen, besendet und freigelassen. Jetzt haben wir genau gewusst, wo er sich aufhält und da hat er 60.000 Hektar oder abgestreift, mehr oder weniger. Also der hat ein riesiges Gebiet und dass man dort noch auf den Luchs trifft, ist verschwindend klein gewesen. Und es ist halt immer wieder noch zu Sichtungen gekommen, aber da hat es eigentlich auch nie Probleme gegeben. Schon wie schnurren die zwei.